möchtest anfangen zu malen, dir fehlt aber die Idee für ein Motiv und du stehst ratlos vor einer leeren Leinwand? Hi, ich bin Ellen, ich bin Künstlerin und ich zeige dir heute, wie du drei verschiedene Kreativtechniken ausübst. Das Scrape Painting, die Acryl-Dip-Technik und die Geometrik-Abstrakt-Technik. Vor dem Kauf von Acrylfarbe solltest du dir überlegen, was für eine Technik du gerne machen möchtest. Ob du eher eine flüssige Acrylfarbe brauchst, wie zum Beispiel zum Malen mit Wasserfarben, oder ob du eine dicke Farbe brauchst, um Spachteltechniken zu machen. Mein größter Fail mit Acrylfarbe ist es eigentlich immer wieder zu denken, ich würde mich nicht dreckig machen. Also empfehle ich euch, zieht euch einfach Malerkleidung an, alte Kleidung, die ihr habt. Und genau das mache ich jetzt auch einmal. Wir werden jetzt noch einmal unseren Arbeitsplatz vorbereiten, um den Tisch etwas zu schützen. Ihr könnt zu Hause Folie nehmen, eine alte Bettdecke. Wir nehmen aber Malerkrepp, weil das auch einfach nachhaltiger ist. Wir machen jetzt das Scrape Painting. Das ist eine Kratz- oder auch Wischtechnik und das Besondere daran ist, dass ihr ein ganz spezielles Muster erhaltet. Wir brauchen für das Scrape Painting einmal eine Leinwand, einen Abzieher, ein langes Lineal oder irgendetwas anderes mit einer langen, glatten Kante und Acrylfarben. Wir starten direkt mit den Acrylfarben. Mit denen könnt ihr verschiedene Punkte, Tropfen oder auch Linien auf eure Leinwand bringen. Achtet dabei darauf, dass ihr nicht zu breit werdet, um die ganze Fläche einmal mit dem Scheibenwischer abzuziehen. Wenn ihr jetzt alle Punkte gesetzt habt, könnt ihr mit einem gleichmäßigen Druck mit eurem Abzieher einmal die Farbe runterziehen. Okay, das ist wirklich cool geworden. Jetzt darf das Ganze einmal für ungefähr eine halbe Stunde trocknen und dann ist es auch schon fertig. Wenn du mehr Inspiration für deinen Alltag suchst, abonniere den Kanal. Wir machen jetzt die Geometrik-Abstrakt-Technik. Dafür verwenden wir heute Acryl. Außerdem brauchen wir noch eine Leinwand, Kreppband, Pinsel, noch einen Feinliner und einen Untergrund, wo ihr nachher die Farben vermischen und verflüssigen könnt. Ich möchte später noch ein Motiv hinzufügen, drum male ich vorher mit Bleistift einmal mein Motiv vor, um mich nachher nicht zu vermalen. Als nächstes kleben wir mit Kreppband einmal verschiedene Streifen auf unsere Leinwand, um nachher geometrische Formen zu bekommen. Ein kleiner Tipp, drückt das Kreppband fester auf, damit euch nachher die Farbe nicht unter das Kreppband verläuft. Wenn du mit dem Abkleben zufrieden bist, kannst du dir deine Farben nehmen und sie auf dem Teller mit Wasser verdünnen. Alternativ könnt ihr für die Technik auch Wasserfarben benutzen. Ich habe mir drei verschiedene Pinsel ausgesucht, um die verschiedenen Größen besser mit den Pinseln zu bemalen. Wenn ihr die Farben etwas gleichmäßiger haben möchtet, geht einfach noch ein zweites Mal mit der Farbe drüber. So habt ihr ein deutlich deckenderes Ergebnis. So, jetzt sind wir fertig. Dann können wir das Bild jetzt einmal an der Luft trocknen lassen. Das Ganze dauert ungefähr 10 bis 15 Minuten. Danach könnt ihr einmal vorsichtig die Klebestreifen abziehen. Macht das Ganze langsam, damit euch die Farbe nicht zu sehr verläuft. Zum Schluss male ich jetzt das Motiv nochmal mit einem Feinliner nach, welches wir ganz am Anfang gezogen haben. Das hier ist jetzt mein fertiges Bild. An dem mag ich besonders die frischen und bunten Farben, genau passend zur Frühlingszeit. Was ich beim nächsten Mal anders machen würde, ist die Farbe nicht mit Wasser zu verdünnen. Nutzt sie einfach pur, so seid ihr auf der sicheren Seite, dass euch wie hier an den Rändern die Farbe nicht unters Kreppband läuft. Welche Maltechniken hast du bereits schon ausprobiert? Hinterlasse gerne einen Kommentar unter dem Video. Wir machen jetzt einmal die Acryl-Dip-Technik. Das Besondere daran ist, dass ihr durch das Zusammendrücken der Leinwände einen sehr schönen Farbverlauf bekommt. Für die Acryl-Dip-Technik braucht ihr einmal zwei Leinwände, etwas Kreppband, Farben, eine große runde Form, um euch mit dem Bleistift einmal die Form vorzuziehen und eine Karte, um die Farbe schön zu verteilen. Zuallererst fangen wir an mit dem Zeichnen unseres Kreises. Als nächstes nehmen wir uns das Kreppband und kleben ringsherum einmal den Kreis ab, damit nachher auch die Farbe nur dahin kommt, wo wir sie haben möchten. Ich habe jetzt beide Leinwände einmal beklebt. Im nächsten Schritt beginnen wir mit den Farbklecksen, um die Farbe gut zu verteilen. Achtet hier dabei darauf, dass wenn ihr Farben mit einem Klappdeckel habt, dass ihr vielleicht den Deckel einfach abschraubt, so könnt ihr die Farbe besser verteilen. Als nächstes können wir die zweite Leinwand, die wir beklebt haben, vorsichtig auf die Leinwand mit den Tropfen geben und sanft andrücken.
Nicht zu fest, damit die Tropfen auch ungefähr da bleiben, wo sie sind und ein schöner Farbverlauf entsteht. Im nächsten Schritt könnt ihr euch eine Karte nehmen oder ein Lineal, irgendetwas, was eine flache Kante hat, um die Farbe jetzt vorsichtig miteinander zu verteilen. Wenn ihr die Farbe gut und gleichmäßig verteilt habt, könnt ihr eure Leinwand voneinander abziehen. Jetzt kommt der spannende Teil, und zwar das Abziehen des Kreppbandes. Es muss nass abgezogen werden, damit uns die Farbe nachher nicht abbröckelt. Das dauert 24 Stunden, bis das Ganze trocken ist. Das könnt ihr wiederum ein bisschen verschnellern, wenn ihr den Föhn nutzt. So sieht das Ganze jetzt fertig aus. Und um unschöne Kanten zu verdecken, könnt ihr euch nochmal die weiße Acrylfarbe nehmen, einen glatten Pinsel und die Stellen ein bisschen ausbessern. Wenn das Ganze dann getrocknet ist, habe ich ein schönes Bild, was ich mir in die Wohnung hängen kann. Und das zweite hübsche Stück kann ich noch meiner besten Freundin schenken. Welche Maltechnik möchtest du unbedingt nachmachen? Schreib es in die Kommentare.